So und moin moin, hallo und herzlich willkommen zu Go to AK. Ich glaube, so hatte ich das Format genannt. Das ist jetzt die zweite Runde, die wir jetzt zocken. Beim letzten Mal waren wir auf Mirage, das ist nicht so gut abgelaufen. Ja, ich hoffe jetzt gar nicht. Und ich habe euch ja gesagt, unser Ziel ist es, wir wollen nach oben in die Elite aufsteigen, und zwar in die AK-Liga. Klar, ist jetzt nicht unbedingt die Elite, das ist mir schon bewusst, aber für mich ist es jetzt schwer, ist eine sehr coole Steigerung. Immerhin sind wir halt eben erst nur Silver Master Elite. Und das ist jetzt hier eine der neuen Maps, die ein bisschen durchglitschen sind. Ja, das ist... Komm her! Will ich tot sehen. Die Map habe ich noch nie gespielt. Das ist eine von den neuen, die es zum Kaufen gibt. Man hat vielleicht am Anfang gerade die Werbung dazu gesehen im neuesten Map-Pack. Ich habe es nicht gekauft bisher, aber man kann es spielen. Ich glaube aber nur eine Zeit lang noch. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das Problem ist, ich habe das noch nicht gezockt, die Map. Das heißt, da sind wir ganz klar im Nachteil. Jetzt nehmen wir noch mal ein bisschen was mit in der Vorrunde. Was die Map, wie offen die ist. Du schaust wieder her, ich bin dir sicher. Bringen uns gleich um. Eigentlich dumm, dass wir noch da stehen. So, wir schauen uns die letzten 15 Sekunden noch schnell die Map an, bevor es zu Ende ist. Sehr, sehr offene Map. Oh, ich hab den sogar ziemlich angehittet. Kann das sein? Krass. Ein bisschen zu overskillt hier. Coole Map, aber hat irgendwas. Hat was. Erinnert mich auch ein bisschen an eine Call of Duty Map. Okay, starten wir. Wir sind böse Terroristen. Haben die Geiseln, die müssen wir beschützen. Wenn der Gegner die Geiseln nimmt, kriegt er zusätzlich Zeit. Aber muss sie dann auf den H-Punkt bei seinen eigenen Spawn bringen. Und das gilt zu vereiteln. Das ist halt echt scheiße, dass ich jetzt die Map spiele. Wurde jemals davor, sie in irgendeiner Form gespielt zu haben? Also wirklich noch nie. Ich habe sie noch nie davor gesehen. Hier wäre der Granate voll geil. Hier, mach mal, klär mal du. So, den Hammer. Ja, den anderen haben wir nicht mehr gekriegt. 31 in 1, das war jetzt nur ein Treffer, er hat uns auch nur einmal getroffen. Ist auch unfair, wenn wir hier von drei Leuten attackiert werden. Wir haben auch drei Leute getroffen, einen... Zumindest die Hälfte erwischt. Sehen wir gerade oben rechts, haben wir auch ein Asset bekommen. Also haben wir eigentlich ziemlich gut ausgeteilt. Und wir haben dementsprechend jetzt die erste Runde gewonnen. Sehr nice. Dafür, dass ich die Map nicht kenne, haben wir uns mal halbwegs gut geschlagen. Was nehmen wir? Wir nehmen die Pizzen. Dann nehmen wir eine Granate mit, weil da kann man echt super eine Granate schmeißen. Aber ich weiß jetzt halt noch nicht genau, wann wir die Granate schmeißen müssen, weil das ist der längste Weg, den die haben. Let's go, let's go. Wenn die dort laufen, sehen wir ja nach. Karte ganz gut gerade. Lässt ja auch super mit einer Sniper Leute aufhalten. Also wenn sie schlau sind, gehen sie natürlich zusammen alle einen Weg. Ja, und teilen sich nicht da auf. Aber davon kann man oder sollte man nicht unbedingt ausgehen, dass die da so schlau sind. Ich zitter jetzt übrigens so, weil wenn ich hier einen sehe, dann möchte ich nach links oder rechts verschwinden, möchte dann die Granate zücken, die Granate schmeißen und dann abknallen. Die Granate trifft das Tunnel auf, ey. Batz! Schlecht geschossen, aber scheißegal. Und man kriegt halt mit der Waffe auch so viel Geld. Das ist so schön. Ich hätte jetzt gern gewusst, wie viel die Granate alleine abgezogen hat, weil ich glaube, die ist gut gelandet. Aber wir haben so schlecht geschossen. Eigentlich hätte man tot sein müssen, ja. Aber schon alleine als Bestrafung dafür, dass wir so schlecht geschossen haben. Aber läuft bisher. Hallo. Geisel übrigens nicht anschießen. Das gibt Geldabzug und das wollen wir nicht.
So, ich kaufe in der dritten Runde meist keine gescheiten Waffen. Das machen jetzt die Kollegen hier schon. Weil in der dritten Runde oftmals so ist, dass die Leute, also dass die, Antiterror-Einheit eben sich noch keine Rüstung leisten kann. Und dementsprechend sind wir da auch mit dem Vorteil. Man könnte es auch mit Smoke, glaube ich, super schön zumachen. Weil wenn die da durchrushen, dann kann ich mit der Granate nämlich nichts. Das ist vielleicht für die auch die sinnvollere Methode. Da einfach durchrushen zu fünft. Aber das ist das Schöne an neuen Karten, das wissen die wahrscheinlich auch noch nicht so. Fire in the hole. Nein! Ah, fuck, ey, ich hab nicht richtig rüberzogen. Long. Long, guys, two guys, long. In 6 sind 1, 5, 20, 3 Leute. Oh, okay. 3 guys long. Nochmal dazu zu sagen, wir haben insgesamt auch wieder, haben wir über 100 Schaden gemacht. Ja, über 100 Schaden. Passt ja. Nee, ich glaube, wir haben nicht über 100 Schaden, insgesamt die drei Leute ausgibt. Und wir haben sie nicht gekillt, das ist halt immer ein bisschen blöd. Jetzt haben wir hier noch 3 gegen einen. Und von diesen 3 ist der Bär leicht angehittet, der Retilo ziemlich angehittet und der andere nicht einmal nennenswert angehittet von mir. Ich weiß nicht genau, ob er es schafft, was er vorhat. Also ist schon klar, was er vorhat. Er möchte jetzt nämlich, wenn die Geiseln wurden sogar schon genommen, das habe ich gar nicht mitbekommen, und er möchte sie abfangen. Ich bin gespannt, ob er es schafft. Da, so ist es immer bitter. Okay, nochmal eins abgefangen. Ah, das war dem, was ich auch schon angehettet hatte. Also dem, was ich zu stark angehettet hatte. Aber gut. Er hat zumindest noch ein... Hä? Das war doch den... Nein, das war schon dem, was ich stark angehettet hatte. Aber gut, er hat zumindest noch mal ein bisschen Geld gekriegt. Das ist auch schon mal was wert. Die Leute können kaufen. Wir natürlich auch, weil wir ja davor schon so viel gespart haben. Mit einer Granate. Der ist eigentlich auch voll geil dazu gehören, ne? Hier weiter vorne eigentlich auch nicht so blöd. Mit da vorne ist eigentlich gekillt, also der Kollege. Na, ich bin momentan noch nicht auf der Höhe, das ist sehr schlecht, man merkt schon, dass ich voll verziehe. Long three guys. Or more, or more. It's basketball, not long. Long is the title. Okay. Also ich finde eigentlich den Weg ist der längste, aber okay, dann ist eben das da links long. Wie du möchtest. Hat er mal die intelligente Flucht angetreten? Ah, sehr ärgerlich. Wäre aber auch gut, wenn er den erwischt hätte. Jetzt ist er eine Chance. War er natürlich. Ja, er wird wahrscheinlich komplett außen rumlaufen. Er ging 4. Ja, fast sicher oder fast sinnvoller zu safen. Aber das macht er nicht. Er rennt natürlich. Ja, ja. Hat er hier eine gute Möglichkeit mit der Sniper? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich kenne die Map halt fast gar nicht. Ist natürlich auch ein bisschen blöd. Sehr schön. Es ist immer wieder schön, wenn man zumindest ein paar Kills nochmal bekommt. Auch wenn das jetzt nur 100 Dollar waren, aber auch der Gegner verliert halt dadurch was. Das ist schon immer wichtig. So, wir spielen jetzt dieses Mal nicht mit AK, sondern mit der SSG. Nuke-Waffe eigentlich. Ich habe das Gefühl, wir kommen da jetzt einfach mal besser damit zurecht. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen zeigen, dass wir nicht ganz schlecht sind oder ganz scheiße sind. Aber ich finde es gut, wir können eigentlich bis nach vorne hinlaufen. Ne? Das ist doch mal eine wichtige Ansage. Fire in the hole.
Der hat mich recht da unten sind. Au. Nein, nicht wieder. Ja, die haben natürlich auch Granaten und die haben sie gut eingesetzt. Scheiße, ey. Das war eine sehr schlechte Runde. Verdammt. Ärgert mich auch ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich da am besten die halten soll. Naja, jetzt gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Ich könnte mich auch da drinnen im Bad mit einer P90 verstecken. Warum sagt er sie? Ich glaube, ich werde das jetzt auch machen. Haben wir mit der Granate was erwischt? Nee. Also auch die Granate völlig verschwendet. Kriegt das eigentlich spannend. Ich sag immer schön, wenn man dann genau so liegt, dass man denkt, dass der Gegner kniet, aber er hat keinen Panic-Shot gemacht. Hätte ja sein können. So, eine Geißel wurde befreit. Die Geißeln sind hier sehr weit nebeneinander, was ja eigentlich... Boah, wie böse. Was ja eigentlich für uns zum Verteidigen jetzt gerade vom Vorteil sein sollte. Wir müssen uns eigentlich nicht so weit auseinander bewegen, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. So, und der andere freut sich gerade oder regt sich auf, dass man sicherlich nicht durch die Smoke kriegt. Aber okay, so ist das halt manchmal. Ich habe kein Geld mehr. Die anderen haben alles schön brav gekauft. Dann kaufe ich mir eine Pistole und ich bleibe dieses Mal mehr hinten. Oh, schon hin. Der nette Umgang wieder. Geil, man kann sich da drin nicht verstecken. Aber warum nicht hier? Warum nicht? Ich finde eigentlich den Platz hier gar nicht mal so schlecht. Ich versuche gerade die Gegner zu hören. Okay. Basketball. Basketball 3. Na, verdammt. Kommt da doch noch hier durch? Ich glaub's nicht. Go lower hostage. Basketball war da, wo wir die ganze Zeit gewesen sind. Meine go to Zeit. Lower hostage. War mir nicht mehr, ganz sicher. Das ist halt das Problem, wenn man die Map nicht kennt. Go low. Ich wüsste jetzt auch nicht, was hier go low wäre. Verdammt. Boah, schön. Schön, ah gut. Macht sich wieder fast die Niederlage weg. Die Rundenniederlage, dass man die letzten beiden nochmal gekriegt hat. Dass sie dann in die Mäusefalle rein sind. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, wo ich mich positionieren soll. Das ist echt dumm eigentlich, dass ich jetzt hier eine Bild von der Map genommen habe. Die habe ich wirklich noch gar nicht gespielt. Es gibt viele Maps, die ich sehr wenig gespielt habe. Kann man eigentlich hier durch die Tür durch? Ich glaube nicht. Nein. Ich bin noch gar nicht mal so richtig angeschaut, wo überhaupt die Geiseln sind. Eine Geisel ist hier, oder? Da drin. Wo ist die andere Geisel? Das ist die offene Zone, also eigentlich mit 90. Sehr dumm. Gut, das war sehr knapp und fast schon peinlich. Throwing a flashbang. One upper hostage. Verdammt. 61-2, aber ich finde, wir haben es noch halbwegs gut gemacht. Ich glaube, wir haben 3 Cases die Runde gehabt. Bringt halt nur nichts, wenn man die Runde verliert. Nice hack, dude. Kill all. Oi. Ich weiß nicht genau, was der jetzt will. Move it. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, vielleicht ist es aber auch eine CT-Map, dann wäre es ja legitim, dass wir hier gerade so ablosen. Ich riskiere meinen Blick. Der Blick wäre fast tödlich geendet. Habe ich hier irgendwo den Anschlag? Da, ich glaube, neben der Röhre sieht man ihn.
over there. Two basketball. One up, two up. Okay. Den einen haben wir schön erwischt. Na super. Das gibt's ja nicht. Free Basketball. Toll. Dass wir den einen nicht erwischt haben, war so peinlich. Wir haben keinen einzigen. Oh Mann! Nicht schlecht. Geil, ich werde schon des Hackens. Des Hackens beschuldigt. Dazu gibt es immer von mir ein Küsschen. Denn das ist ein Lob. Das müsst ihr euch merken, wenn es heißt, ihr hackt. Aber ihr hackt gar nicht. Dann ist das ein Lob. Das ist immer so. Das ist einfach eine Regel. Und da müsst ihr wirklich nicht euch aufregen oder so, sondern müsst einfach ein Küsschen geben. Sagen thank you. Das ist ein Lob. Das ist wirklich. Da ist jemand rein. In der P90 hätte er vielleicht sogar beide noch gekriegt. Wäre geil gewesen. Und dann noch die Geisel holen. Weil die laufen ja, glaube ich, langsamer. Ich meine jetzt so viele Geisel. Da sind viele hier. Okay. Ja, das hat ihn natürlich geärgert, dass ich halt direkt einen Headshot gegeben habe. Er kommt so um die Ecke. Aber das ist das Schöne, wenn man natürlich abziehen kann. Und das haben wir dieses Mal ausnahmsweise auch mal gut gemacht. Das Abgezielte. Ich finde, hier ist eigentlich immer noch am besten. Wenn da zu viele kommen, können wir uns zurückziehen. Die sind, glaube ich, nicht so gut und kriegen uns da sofort weg. Das ist bei einer Flash. Hätten wir da noch geschossen. Wenn es jetzt ist, können wir auf jeden Fall. Warum schieße ich? Das weiß niemand. Wenn es ist, können wir uns auf jeden Fall nach oben zurückziehen. Na, ah, wir haben ihn auf jeden Fall nur einmal erwischt. Ich hätte nicht erwartet, dass sonst es kriegt. Weil die Flash. Also normalerweise hätte ich mich jetzt da zurückgezogen, aber die Flash hat mich so gut wie gar nicht erwischt. Und ich dachte mir schon, dass die ins Risiko eingehen, aber da war ja einfach besser, muss man zugeben. Ja, verdammt. Also ich kann jetzt wirklich nur hoffen, dass das eine City-Map ist. Ansonsten sehen wir ziemlich alt aus. Aber, und das muss man nochmal vorweghalten, das Team regt sich noch nicht auf. Schade, das Team regt sich noch nicht auf. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, entweder die haben das Gebiet wissen, dass es eine CT-Map ist, oder sie sind zumindest nicht asozial, weil das ist immer das Schlimmste, wenn es halt nicht so läuft und dann regen sich die Leute auf. Weil dann können sie mir glauben, dann wird es erst recht nichts. Also zum Beispiel ist Trigger nicht schlecht, weil der E4-Assist hat. Das heißt, er hat vielleicht auch einfach nur Pech gehabt bisher. I'm laying down some smoke. Der läuft nach vorne und tot. Mal klar. Und er schreibt hinzu. Was war das jetzt? Das war meine Maus. Das muss ihr mir glauben. Ihr müsst es mir glauben. Ja, der weiß schon, dass ich das gehen könnte. Und der schießt auch hier echt sauber hin, muss man zugeben. Ah, ich Idiot. Ich bin. Was ist jetzt los? Ich sag dir eins. Das ist so dumm von mir gewesen, dass ich davon ausgehe, dass er nochmal springt. Wieso bin ich davon ausgegangen, dass er nochmal gesprungen ist? Oder nochmal springt? Ich meine, so wäre maximal ich. Weil hätte eigentlich klar sein müssen, dass der einfach nach links ausschaut und mich dann abfallert. Macht der doch jetzt auch nicht wieder. Und er ist so schlau, er geht wenigstens auf die Seite.
Weil wenn er springt, habe ich nicht die Sorge, dass er mich erwischt. Weil unter dem Sprung mit der AWP erwischen, das ist auf jeden Fall dreimal so wahrscheinlich. Aber deswegen. Gott, hey, bin ich voll auf seine Masche reingefallen. Das regt mich jetzt tatsächlich ein bisschen auf. Okay, 7-3. Ja, noch ist ja nichts vorbei. Wie man sieht es. Go, go, go. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. One mid. I'm throwing smoke. So, ich sehe, wenn er schießt, dann weiß ich, wenn er drinnen ist. Ich schmeiß auch mal, wenn anders eine Granate schmeißt. Da ist eine Geisel verschwunden. Okay, Geisel wieder aufgetaucht. Geisel verschwunden, verdammt. Was ist die Geisel hin? Rashim, oh my god, ab aus der Popo. Filter, da to war da Acker, nu ja la sa. Wir werden sowas von sterben. Ich habe nur die Hoffnung, wenn jemand von hinten kommt, dass ich den höre. Gott. Das ist Spannung. Was? Bucket! Ja! Keiner fragt sich auch nicht, warum ich ein Messer gezogen habe. Natürlich, um mein Friedensangebot zu zeigen. Ah! Ich schäme mich. Ich hasse es, wenn ich als letzter Überlebender bin. Das ist immer die schlimmste Situation, die du einfach haben kannst. Und ohne Geld dann. Let's go! Los geht's. Dann, da, da, dann, da, da, dann, da, da, da. Ich hab ja auch wirklich gedacht, dass die wieder. Ja gut. Throwing Flashbang. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Ich habe mir ja gedacht, dass sie ja wieder die Geisel genommen haben. Aber scheint irgendwie nicht so gewesen zu sein. Das war mein Fehler. Immer dran denken, immer selbst die Fehler analysieren und eingestehen, dann wird man irgendwann hoffentlich besser. Mit der Pistole, ich hasse es. Scheiße. Naja, wir haben zwei gekriegt. Nein, zwei Drabots. Was? Wir haben zwei Leute gekriegt mit der Pistole. Man kann zufrieden sein, auf jeden Fall. Haben dann nicht genau verstanden, was er gesagt hat, leider. Einer gegen drei. Also die Runde sollte man eigentlich hinkriegen. Wir haben 8-4, können kaufen. Die Gegner dürften damals auch wieder kaufen können. Die haben ja ein paar Runden jetzt gewonnen. Fuck, die haben eine Hotage. Shit. Also, die haben eine Geißel. Das ist eine dumme Situation, weil wenn die... Ja, schaut's beide in die Richtung. Alle in die Richtung und auf einmal kommt er von der anderen Seite. So unwahrscheinlich jetzt vielleicht auch sein mag. Ja, okay, kommt die von der Seite, passt. Und jetzt kommt er von der Seite. Also gegen drei Leute kommt er dann nicht durch. Genau. Boah, er hat noch 2 HP, der Chill, das ist auch pervers. Ich
Schöne, schöne Flash von ihm muss man auch kriegen. Boah! Und er kriegt ihn! Boah! Krass, hat der Glück gehabt. Weil ganz ehrlich, mit 2 AP. Ah, die Flash war halt auch super für ihn jetzt gerade. Also für den Gegner, die war echt genial. Ja. Haha. Genau. Der spottet noch den Gegner. Das ist Sportgeist. Sportsgeist. Time to do this. Ich will hier drauf. Kann ich da drauf? Nee. Entschuldigung, ich weiß, es ist ein ernstes Spiel. Kann ich jetzt hier eigentlich drauf oder nicht? Nee. Side down. Control time. Going. Gerade echt ein bisschen angespannt. Ich bin mir nicht ganz sicher, von wo die hier überall kommen können. Ja, erst einmal alles brechen, das ist auch immer schön. Wir haben uns ja Gott sei Dank nicht verletzt. Drei gegen drei. Die werden auf jeden Fall auf einmal auftauchen. Und sind damit auch definitiv im Vorteil. Ich glaube, es ist eine CT mehr, wenn ich mal bedenke, wie viele Möglichkeiten es gibt, hier reinzukommen. Habe ich gerade was gehört? Ja. Kannst du hier irgendwie von außerhalb noch... Ah, nee, noch nicht mehr. Okay, die zwei sind jetzt dort. Ich bleib mal bei der Geisel. Ja, das hat sich erledigt, sehr schön. Huh. 8-5. 8-7 wäre natürlich ein Traum. Da hat man wieder gut aufgeholt. Wir können dann hoffentlich in der nächsten Runde, also als Antiterrorist, dann eben auch wieder den Ausgleich holen oder gar gewinnen. Weil, wie gesagt, ich glaube, wenn ich dieses Spiel nämlich verliere, nee, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber ich glaube, wenn ich dieses Spiel verliere, dann war es das mit Silber Master Elite und wir dürfen uns auf Silber Elite freuen. Ich glaube, ich habe den Rang falsch gesagt, aber das ist jetzt auch nicht wichtig. Ja. Basketball 3, Basketball 3, Basketball Fighter Ball 3. Auf der anderen Seite kann man jetzt auch so drauf springen, was für den ein super Vorteil ist. Jetzt schauen wir mal, was haben wir erwischt. 3 Leute. Ja. Auch hier hätte ich mich viel eher dann rückziehen sollen. Aber ich habe es nicht getan, weil ich dumm bin. Ich bin ein sehr, sehr dummer Mensch. Eigentlich sollte ich gar kein Counter-Strike spielen. Ich beleidige mich jetzt schon mal selbst, das nehme ich dann schon mal den Hatern ab. LOL. 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 Kommt wenigstens von ihm ein Sorry? Der stand nur da. Ich will ja nicht der Buhmann sein, aber ich will es nur mal erwähnt haben. So. Let's go, let's war das jetzt die letzte? Decoy. Ja. Vielleicht hätte ich das auch viel früher mal machen sollen. Mit der Waffe. Aber das sehen wir gleich. Wahrscheinlich sterbe ich direkt, weil irgendein AWP-Fuzzi kommt. Ich glaube nicht mehr, dass sie von da kommen. Deswegen habe ich jetzt das schon mal verbraten. Und da kommt doch noch einer von dort.
Ah, wie schlecht schieße ich. Warum habe ich 2 in 1? Hat die Granate ihn doch noch erwischt? Ja. Ja, ich weiß nicht, hätte einfach nicht spielen sollen heute. Ich habe mir vorhin gedacht, ob ich noch eine Runde zock. Und wenn ich jetzt da verzogen habe, warum, weiß ich auch nicht. Irgendwie bin ich heute einfach nicht drauf. So unnatürlich verzogen, das passiert mir eigentlich auch nie. Okay, eine Geisel wurde jetzt befreit. Und der andere geht davon aus, dass der den Weg hier nimmt, wie es aussieht. Und will ihn abfangen. Ob er recht behalten wird, sehen wir gleich. Gucken wir erst einmal zum Kalin. Check das Feldschirm aus. Also wenn der mit der Geisel irgendwo weg wollte und über... Da war was. Sehr schön. Schauen wir nochmal kurz zu ihm rüber. Wenn da einer ist, ist wahrscheinlich noch jemand dort. Die schleichen nicht aus sich durch. Oder nur noch er, besser gesagt. Der ist jetzt alleine. Naui wird ungeduldig. Und das war ein Fehler. Das war ein Fehler von ihm. Hätte er nicht machen sollen. Er gab auch überhaupt keinen Sinn. Warum hat er das überhaupt gemacht? Weiß ich nicht. Werden wir nie erfahren wahrscheinlich. Aber er gibt keinen Sinn. Okay, der Kalin muss sich jetzt konzentrieren. Er kann nur von der Seite kommen. Ja, okay, er könnte natürlich von dort hinten rumgegangen sein, aber das hättest du vielleicht gehört. Ohne Erfolg. Und vielleicht wirklich, jetzt hat er mich erschrocken. Nein, tut er nicht. Oder tat er doch, aber... Naja. Nice, guys. Was ist mit diesem Kalin los? Und warum fehlt uns jetzt ein Spieler? Das ist doch auch scheiße. Na, so es darf doch nicht sein. Hold your positions. Okay. Wir schauen alle hier rüber. Natürlich cool, wenn die eine Sache along. Along. Guys, let's go along. Mod, come along. Yeah. All together. Oh man. Go. Aber okay, da bin ich auch der Meinung. Boah, die Granate muss ich gesessen haben, ey. Ja, hat mich was verloren. Das ist immer das Schlimme, wenn ich jetzt eine Pistole kriege. Und dann Headshot gekommen. Und du ich. Die hätte uns noch erwischen können. Der Bot wurde schon übernommen. Da hab ich nicht aufgepasst. Warum hab ich wohl nicht nachgedacht? Ich bin so dumm. Ich bin einfach so unkonzentriert heute. Den hat er aber gerade nochmal gekriegt. So, er gegen 2. Er gegen tot. Zuiga, warum bist du nur gegangen? Scheiße, sowas. Wenn Leute einfach das Spiel verlassen, das ist scheiße. Sowas geht halt gar nicht. Ich meine, ich glaube, das war der, was nicht so gut war. Aber trotzdem. Na, ist blöd. Ja, die haben 3er-Clan gegründet. Haben die jetzt gekauft, die Leute von uns am Team? Nur der eine. Und natürlich der Bot. On me. Right over. Deploying decoy. Kann ich von hier hinten? Kann ich da oben stehen? Nee. Ich liebe den Bot. Ja, ich habe ihm ein Headshot gegeben, aber es hat nicht gereicht. Schade. Ja, zumindest habe ich noch ein Assist bekommen. Und der Noril den Kill, dann hat er noch mal ein bisschen Kohle gekriegt, 600. Okay. Auch sehr schön. Er bleibt jetzt hier drin stehen, weil er davon ausgeht, dass der Gegner jetzt denken wird, dass er schon weitergeht. Man hat jetzt auch hier gesehen, hat leider nicht funktioniert. Der Gegner hat jetzt nicht zuerst reingeschaut, wie Geisel war, weil er einfach davon nicht ausging, dass er da drin noch steht. Finde ich jetzt auch irgendwo legitim. Okay, aber wir verlieren hier. Das finde ich nicht so toll. Okay, ich würde sagen, wir kaufen jetzt. Oder kaufen wir nicht? Der Bot hat gekauft, Chael ist heute auch gekauft oder Chael hat gekauft. I'm taking point.
So, ich gehe jetzt einfach mal in der Hoffnung davon aus, dass sie wieder rushen. Halt die Position. Cover this area. Roger that. Hat mich der Bot jetzt geblockt, als ich zurücklaufen wollte? Fuck. Ich glaube schon. Oder war es nicht einmal der Bot? Oh, Norrell regt sich jetzt auf. Und sagt, hack on. Weiß nicht, wie er drauf kommt. Ich hab mich jetzt an der geblockt, weil ich hab extra... Wahrscheinlich ohne Haar. Kann man machen, sollte man aber nicht. Und Karlin antwortet mit sicher aufs Deutsche. Zora hack on. I take it as a compliment. Ja, also Toxic sieht genauso wie ich. Wenn jemand einen als Hacker bezeichnet, ist das ein Kompliment. Und wir kaufen nochmal. Ich sehe die Runde als verloren an. Das ist echt scheiße, weil das heißt, wir werden hier wieder... Wir werden hier wieder verlieren und absteigen. Diesmal werden wir absteigen. Throwing a grenade. Ja, manchmal schieße ich, wenn ich geblendet bin, darauf, dass ich ihn erwische. War nicht der Fall. Aber wir sind wenigstens der Assist-König. Ja, nicht ganz. Vom Team zumindest. Ja, da merkt man aber auch einfach, da ist jetzt die Team-Motivation ist zu Ende. Man hat es schon eigentlich abgeschlossen. Boah, Karlin, hör endlich auf, über Hacker zu reden. Ich hasse das kindisch. Weißt du, Smurf ist noch in Ordnung, wenn man sagt, ja, die Smurfen bestimmt. Aber nicht einmal das, glaube ich. Mama hat auf jeden Fall eine Chance gegen die. Aber inzwischen, da ist der Drop einfach gelöst, muss man ganz ehrlich sagen. Und dadurch, dass uns doch der Spieler fehlt, das ist halt noch das Schlimmste. Den holen wir uns jetzt. Deploying Flashbang. Warum drehst du dich da zum Rücken? Ja, komm. Jetzt ist aber schon lächerlich. Oder es hat wieder durchgebuggt, weil die Map irgendwie komisch ist. Das könnte natürlich auch sein. Ja. Der Bot räumt auf, sage ich nur. Na, verdammt. Ah, ist das assi. Ich bin auch nicht mehr motiviert gerade. Und ich sehe halt schon den Abstieg. Ich hoffe halt nur, dass der eine. Ist der eigentlich. Ich hatte jetzt schon so eine Strafe bekommen. Die 3 Minuten müssten ja vorbei sein. Ich hasse das, wenn da jemand einfach rausgeht aus dem Spiel. Lernen voll zu Ende bringen. Oder es halt komplett lassen. Ja, und da wurde der Karlin von unserem eigenen Gegner ziemlich böse angeschossen. Auch nicht schlecht. Ja, man merkt, die Welt, das ist alles nicht mehr das, was es einmal war. Are we rushing in? Are we going sneaky, picky like? Sneaky, picky, picky. Throwing flashbang. Ich mach den Scheiß auf das. Ihr könnt auch hier unten gammeln, wenn ihr wollt. Gammeln. Flashbang. Aber das Spiel ist vergelaufen, meiner Ansicht nach. Bleiben wir immer noch... Oh, ey. Jetzt halt auf. Ich versteck mich jetzt hier hinten. Und guck in die Ecke und schäme mich. Der Bot ist natürlich schon tot. Ich glaube, den hat diesmal auch keiner gesagt, dass der hinten bleiben soll. Aber warum sich diese Mühe machen? Ja.
Ja, ich erwische natürlich gar nichts gerade. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt bleiben sollen. Das Spiel ist halt irgendwann dann noch. Oh, sorry, man. Sorry, man. Nice, nice. Du alter irgendwann Ziel für dich. Nice, what the fuck. Wenn du ein Gefühl. Foxy. Ja, bitte. Okay. Like my penis. Ja, ist gut, Leute. Wenn du da natürlich wie hier. Boah, ich überleg gerade, wie viele Runden sind wir jetzt hintereinander. Ja, das ist halt auch lächerlich. Lol. Sorry, aber das ist halt auch wieder lächerlich. Da hast du Nova 4 dabei. Nein, ich bin Nova 1 ist stärker wie der Nova 4. Also da kannst du definitiv sogar von Smurfing sprechen, meiner Ansicht nach. Irgendwas stimmt da gewaltig nicht. Also das war natürlich auch lächerlich von den Ranks. Und wir sind nicht abgestiegen, okay. Ja, halt ich mal so. Aber das ist auf jeden Fall ein trauriges Spiel gewesen. Traurig, traurig, traurig. Aber wir sehen uns dann beim nächsten traurigen Spiel und vielleicht hören wir uns da unseren ersten Sieg dann ein. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird. Aber gut, wir haben jetzt ja auch auf jeden Fall gegen eine stärkere Mannschaft gespielt. Und dafür haben wir uns die erste Hälfte recht gut mit unserem Team gehalten. Bis zum nächsten Spiel. Ciao.